Hallo allerseits, LP Bam. Hier und willkommen zu Donald Trump wurde Präsident. Also, willkommen zur Folge 15 von Hashtag Frag die Bomben. Für die, die nicht wissen, was Hashtag Frag die Bomben ist, in Hashtag Frag die Bomben will ich eure Fragen beantworten. Mal ernst, mal weniger ernst. Unter dem Hashtag Frag die Bomben. Oder Hashtag LP-Bomb, je nachdem, was euch lieber ist. Joa, mehr als ein Dreiviertel haben dafür gestimmt, dass ich nicht nochmal alle Cubes hintereinander lösen soll. Okay, dann halt nicht. Also gut, dann schauen wir uns doch mal an, was meine bombastischen Abonnenten für Fragen gestellt haben. Erstens, magst du Justin Bieber? Sag nichts Falsches. Zweitens, kriege ich was von deinem YouTube-Money ab, falls du es mal weit bringst? PS, sag mal in dem Video, Didi schwul. Zu deiner ersten Frage, also mir persönlich gefällt Justin Bieber nicht. Und zu deiner zweiten Frage, ich werde wahrscheinlich sowieso nicht auf YouTube bekannt werden. Also von daher... Hast du Instagram oder Snapchat? Wenn ja, wie heißt du da? Ja, ich habe Instagram und Snapchat. Auf Instagram heiße ich DNeptunia und auf Snapchat heiße ich SRDaniel64. Auf beiden bin ich inaktiv. Es liegt aber nur wahrscheinlich daran, dass es sowieso niemanden interessiert, was ich poste. Aber ich kann auch gern etwas aktiver werden. Was haltest du vom orangenen Hitler, Trump? Juhu, wir werden alle sterben. Okay, sorry. Hoffentlich wird dieses fette Monster abgewählt. Ist doch nett. Denkst du, die Welt wird untergehen? Und würdest du jemanden feiern, der Trump erschießen würde? Damit du nicht der Einzige bist? Ich würde den Typen unglaublich feiern. Lieber einer als alle. Nihi. Joa, mich hat es auch überrascht, dass Trump die Wahlen gewonnen hat. Aber wer weiß, vielleicht wird er auch ein guter Präsident. Da heißt es abwarten und Tee trinken. Bist du ein Kelp? Und was für einen Kopfumfang hast du? Und bist du eigentlich gay? Nein, 59 cm. Und nein, ich bin 100% hetero. Was glaubst du, warum auf meinem Fanatist-T-Shirt eine Frau mit einem G-Köpfchen drauf ist und nicht ein Mann, hm? Ich habe auch eine Frage an dich. Bist du eigentlich ein Göttwerin? Könntest du in einem Satz den Namen Patrick H. verarschen? Nein, sowas werde ich nicht machen. Machst du Fitness oder irgendeinen Sport? Bester Mann. Jo, ich trainiere immer jeden Tag eine halbe Stunde und ich mache keinen Sport mehr. Früher habe ich Fußball gespielt, aber ich habe aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte. PlayStation oder Xbox? PS, mach mal ein FIFA 17 Pack Opening. Erstmal zu deiner PS-Frage. Also ich bin kein so großer Fan von FIFA, deswegen werden keine Pack Openings kommen. Und ja, wie bereits King Gamer gesagt hat, ich habe noch keine PS4, also ich könnte so oder so noch kein Pack Opening machen. So, nun zu deiner Hauptfrage. PlayStation oder Xbox? PlayStation oder Xbox? beide. Na, obwohl, PlayStation, Xbox und Nintendo. Nintendo hat schließlich auch ein bisschen Liebe verdient. Deswegen, alle drei. Ich bin schließlich ein Universal-Gamer. Es wird nicht diskriminiert. Jeder darf die Konsole mögen, die er will. Mach jetzt bitte eine Roomtour und sei mal in der Schule nicht so schüchtern. Zu deiner ersten Frage, wie bereits gesagt, ich möchte die Roomtour erst als Abo-Special machen. Und zu deiner zweiten Frage, wie kommst du darauf, dass ich in der Schule schüchtern bin? Bring mal ein neues Format. Das würde ich ja gerne. Aber mein Laptop lässt das nicht zu. Das Ding ist so eine lahme Ente. Das ist auch der Grund, warum ich auch mit den Let's Plays nicht weitermache. Weil das Ding einfach so langsam ist mit seinem Pentium Dual Core und seiner GTX 9000 irgendwas. Okay, mein Laptop ist ein Masochist. Genauso wie ein Klassenkamerade von mir. Yo, hab gehört, dass du rappen kannst. Drum habe ich mir gedacht, dass ich dir einfach mal ein Beat baue und schau, wie du darauf reagierst. Und hoffentlich ein paar gescheite Lines raushaust. Hier ist der Soundcloud-Link. Download ist kostenlos. Bin gespannt, was du draus machst. Peace. Okay, ich bin gerade ein bisschen geflasht. Okay, lass uns mal reinhören. Was ist denn das für ein komisches Rauschen oder Knistern da? Ah, okay, ist nicht da. Okay, ich habe jetzt mal den ganzen Beat angehört und ich muss schon sagen, Respekt, also auf jeden Fall. Der Beat war meiner Meinung nach etwas monoton, aber das ist jetzt ein Kritik auf höchstem Niveau. Das Einzige, was mich da so wirklich gestört hat, war dieses Mikrofonknistern am Anfang, in der Mitte und ungefähr am Ende. Warum hat es eigentlich so komisch geknistert? Kannst du mir das bitte mal erklären? Joa, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich auf diesen Beat rappen könnte. Weil wie ihr gerade hören könnt, habe ich nicht gerade das beste Mikrofon bei meinem Headset.
Also falls ich rappen würde, würde ich halt das mit diesem Headset dann aufnehmen. Den Link zu seinem Beat werde ich übrigens in die Beschreibung packen. Mach mal russisches Ei-Roulette. Ey, und wie genau soll das denn gehen? Bist du cool? Ah, ich habe schon so eine ähnliche Frage in Hashtag Frag die Bomben bereits beantwortet. Du bist voll cool. Ich weiß, ne? Ich bin so cool. Ich habe einen Mercedes-Benz SLS AMG. Machst du YouTube? Ich weiß nicht. Mach ich YouTube? Oh mein Gott, was? Ich mach YouTube? Und eine Frage, wie machst du das mit dem Bartwuchs? Das nennt sich Testosteron. Eigentlich müsstest du das auch wissen. Schließlich bist du doch auch männlich, oder? Bist du ein Alien? Nee. Oder vielleicht etwa doch? Was machst du, wenn du im Supermarkt bist und deine Karte wird einmal, zweimal oder fünfmal gelesen und die Frau an der Kasse sagt, geht nicht? Und du denkst dir, GG. Ja, GG. Du aber weißt, dass du 1000 Euro drauf hast, hoch 10, aber sie sagt, geht nicht. Nimmst du dann auch deinen Joghurt und gehst einfach? Wenn dann schon Wodka. So, das war's mit all den Fragen. Und falls eure Frage nicht beantwortet wurde, keine Sorge, es gibt ja immer noch nächste Woche. Also, das war's mit dem Video. Bis zur nächsten Show. Bis dahin.